So, und wieder geht's mit dem Workout. Wir haben heute zwei Teile. Teil A ist Four Time. Das heisst, wir machen mehrere Runden. Heute sind es fünf Runden auf Zeit. Und ich schaue eigentlich immer schauen, wie schnell sie sind. Also, ich schaue wirklich jede einzelne Runde schauen und sehe dann auch, okay, bin ich jetzt langsamer geworden, bin ich schneller zu der Vorrunde geworden, als im Vergleich für euch selber. Natürlich könnt ihr dann natürlich auch die Zeiten nachher miteinander vergleichen. Ihr könnt das posten oder in unserem Chat austauschen. Wir haben fünf Runden, dann machen wir acht Dive Bombers, dann 8 Floor Touches, also macht ihr 8 pro Seite. Dann haben wir 8 Drop Squats, 8 Burpee Bro Jumps und dann noch am Schluss 10 Meter Quadruped Crawl. Nach diesen Runden haben wir immer jeweils 2 Minuten Pause. Wir haben wirklich genug Zeit, um schnell eine Notiz zu machen, hey, wie schnell bin ich gewesen, und können es dann für die nächste Runde vergleichen. Das Ziel wäre, dass ihr wirklich jede Runde wirklich Gas geben. Dive Bombers, zeige ich schnell vor, tun einen breiten Stand rein und dann tun wir eigentlich im Liegestütz eintauchen, kommen vorne rauf, gehen mit der Hüfte wieder zurück in die Ausgangsstellung, eintauchen und wieder zurück. Für die, die da Mühe haben, kein Problem, gehen einfach nicht so tief runter, ein bisschen weniger tiefen Push-Up. Dann haben wir Floor Touches, ganz einfache Übung, und zwar auf einem Bein mit beiden Händen den Boden berühren. Ihr seht, mein Bein ist angewinkelt, ich bin nicht gestreckt, ich gehe bewusst in die Spannung, dass ich meine Muskulatur brauche, und mache hier die Floor Touches und tue dann aufs andere Bein wechseln für die 8 pro Seite. 8 Drop Squats, das heisst, ich fange eigentlich mit einem Hüftbreitenstand an und lasst euch dann in den Squat lockieren. Ich ziehe meine Füße rausziehen und lasse mich wirklich lockieren. Füße kurz lüpfen. Geh los. Ich weise auf der Seite. Geh los. Und dann schön kontrolliert abbremsen. 8 Drop Squats, 8 Burpee Bro Jumps. Wir brauchen nicht viel Platz für das. Wir möchten nämlich den Burpee schnell auf, kommt vorne. Also jetzt will ich nicht so weit vorzeigen, wechseln und auf die andere Seite zurück. Es empfiehlt sich auch, nicht einen zu rutschigen Boden zu haben. Wenn es rutschig ist, einen kontrollierten Sprung machen, so wie das, wie es geht, eben an für den. Und dann am Schluss noch 10 Meter Quadruped Crawl. Die Leute von uns wissen schon ein bisschen, wie das etwas aussehen. Das ist eine sehr strenge Übung. Wir gehen auf alle vier, tun nur die Licht für die Knie anheben. Und wir machen dann einen kleinen Schritt mit den Füßen und Händen. Und zwar machen wir 5 Meter vorwärts und dann 5 Meter zurück. Also braucht ihr nicht viel Platz. Bis ihr dann total auf die 10 Meter kommt. Nach dieser Übung Zeit aufschreiben. Das mal 5. Viel Spaß.